So, Mahlzeit, Freunde. Wir haben den 16.04. Ich bin hier am Bahnhof Attila-Straße, das ist Blick Richtung Priesterweg. Und hier laufen die Arbeiten zum Einbau von zwei Weichen und einer Gleisquerung. Ja, wie ihr sehen könnt, der S-Bahn-Verkehr ist voll gesperrt. Hier ist also bis zum 17. 4 Uhr morgens Schienenersatzverkehr. Ja, bisher hat man keine der Weichen. Ja, doch, eine hat man drin. Eine Weiche, also im linken Streckengleis, wo die Arbeiter stehen, da ist eine drin. Ja, und im anderen Gleis, ja, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, die Arbeiten scheinen hier weitestgehend wirklich nur mit zwei Wegebaggern durchgeführt worden sein. Ja, ich sehe derer vier Stück dort im Einsatz. Ja, und dann steht hier noch ein Stopfmaschinengespann von der Firma Jumbotec, aber das zeige ich euch gleich. So, und wenn die beiden Weichen natürlich nachher drinne sind, dann kommt dieses wunderschöne Stopfmaschinen- und Schotterfluggespann der Firma Jumbotec zum Einsatz. Und die werden dann dem Ganzen den letzten Schliff geben, warum man hier in Attila-Straße zwei Weichen zusätzlich eingebaut hat, hat folgenden Grund. Hier werden ja 2024 die S-Bahn-Brücken auch erneuert und damit man während der Bauzeit jeweils immer von einem Gleis ins andere kommt, müssen halt hier zusätzliche Weichen eingebaut werden. Auf der anderen Seite, sprich Richtung Marienfelde, da liegen ja schon zwei Weichen drin, die man damals mit dem Neuaufbau der S-Bahn-Gleise eingebaut hat. Aber da fehlt halt, wie gesagt, noch das passende Gegenstück dazu, also zwei weitere, um praktisch vom, ja, statt auswärts führenden Gleis in das statt einwärts führende wechseln zu können hinter der S-Bahn-Brücke Attila-Straße. Ja, das war es soweit jetzt erstmal hier von den Gleisbauarbeiten an der Attila-Straße. Und jetzt gehe ich gleich noch mal nach hinten und zeige euch da noch mal was. So, und das ist das, was ich euch jetzt noch mal zeigen wollte. Wartet mal kurz. So. Hier an der Teltow-Kanalbrücke, an der Neubaubrücke, sind drei weitere Elemente geliefert worden. Das sind die drei Bodenelemente, also sprich praktisch rechte Seite der Brücke, linke Seite der Brücke und das Mittelteil. Ich werde euch das aber gleich noch mal aus anderer Perspektive zeigen. Ich werde trotz des Regens für euch extra runtergehen zum Teltow-Kanal. So, hier bin ich jetzt unten am Teltow-Kanal und wie ihr sehen könnt, die drei neuen Elemente, das sind die, die praktisch dort der Brücke vorgelagert sind, wo nicht der Bogen ist. Ja, die sind letzte Woche oder jetzt die Woche am, oh Gott, wann hat das jemand kommentiert beim letzten Bauvideo? Ich glaube Mittwoch oder Donnerstag angeliefert und aufgehoben worden. Die sind jetzt auch schon grob ausgerichtet auf der Schweißbahn. Da fehlt jetzt nur noch die Feinjustierung und dann werden da auch die Schweißnähte gemacht. Ja, so sieht das hier jetzt an der Brücke aus. Das Puzzlespiel nimmt also auch hier so langsam Formen an. So, und das ist jetzt mal hier aus Blickrichtung der Kleingartenkolonie aufgenommen. Ja, hier kann man das dann sehr schön sehen. Ja, dort bis dahin, wo diese Folieneinhausung am Baugerüst ist, bis dahin
war sozusagen die Bestandslieferung gewesen. Also das, was vorher schon geliefert wurde und alles, was noch nicht eingehaust ist, ist das, was die Woche jetzt dazu gekommen ist. So, und hier habt ihr nochmal die Totale auf die Brückenbaustelle. Und wenn ich jetzt mal hier, Moment, ich versuche mal ein bisschen was größer zu machen. So, dann könnt ihr hier vor der Brücke diese blauen Dinger dort stehen sehen. Das sind also jetzt schon die Abstützung, also sozusagen ja die Abstützung für die nächste Lageelemente, die dann kommen wird. Ja, also man kann hier drei Segmente wohl zusammenschweißen, aber länger ist diese Brückenbaubahn nicht. Wenn man die drei Elemente zusammengemontiert hat, dann wird man die Brücke erstmal ein bisschen vorverschieben müssen, weil ja dann das erste Segment, also das, wo jetzt praktisch der Bogen schon dran ist, das ist ja dann schon fertig verschweißt und das kann dann ja zumindest ein kleines Stück dann runter von der Schweißbahn, weil ja dann nur noch der Bogen und die Streben der Bogen verschweißt werden muss, beziehungsweise die Streben, die da der Festigkeit dann dienen, eingehängt werden. Aber da kann man dann schon so langsam anfangen, mal die Brücke ein bisschen vorwärts zu schieben, sodass man auf der Schweißbahn dann wieder Platz hat. Ja, so sieht es im Moment hier an der Dresdner Bahn aus. Jetzt fahre ich aber wirklich nach Hause zum Kaffee trinken und zum Duschen, Klamottenwechsel etc. Aber wie gesagt, für euch ist mir nichts zu teuer, hätte ich fast gesagt. Ja, wer einmal nass ist, der kann nicht nasser werden und damit hat sich die Sache. Ich wünsche euch was, habt ein schönes Restwochenende. Bis denn, ciao, ciao.